einer Pollenkammer haben Sie sehr standardisierte Bedingungen. Temperatur, Feuchtigkeit, die Mengen Allergen, die eingeatmet wird, das ist alles sehr standardisiert und deshalb sind die Ergebnisse sehr gut untereinander vergleichbar. Nun, diese Studie zeigt, dass die genaue Kontrolle von Symptomen, wie wir sie in einer Expositionskammer machen können, dass die große Fortschritte bringt. Die früheren Studien waren alle belastet dadurch, dass man keine kontrollierten Bedingungen hatte. Da sind also neue Möglichkeiten, die wir hier haben.